organisierte Sache, auch von der Sache her, weil wir eben Menschen sind und gut sind im Herzen. Auch immer von Erfolg gekrönt. Wir sind nicht so schlecht, wie man uns immer erzählt. Wir Menschen sind im Herzen gut. Und dieses Fünkchen oder auch manchmal dieses grelle Licht, es muss befreit werden, es muss geweckt werden. Wir müssen es leuchten lassen. Wir dürfen uns auch nicht mehr den Mund verbieten lassen. Wir dürfen uns auch nicht mehr davon abschrecken lassen, dass wir Spinner oder verstrahlt sind. Wir sind keine Spinner, wir sind nicht verstrahlt. Denn der Kurs, den wir über die Jahrhunderte genommen haben, ist für uns heute sichtbarer denn je. Das Internet ermöglicht es uns, dass wir das erkennen können, was früher die Menschen eben leider nicht sehen konnten, weil sie eben nur aus den Geschichtsbüchern lesen konnten, sofern sie lesen konnten. Heute haben wir andere Verhältnisse. Heute ist es möglich, dass wir erkennen, wie der Kurs ist. Und das heißt, wenn wir dann schon so grausam und so erschreckend vielleicht diese Agenda sein mag und so unglaublich und so unfassbar sein mag, es ist tatsächlich wahr. Und wie gesagt, die Mechanismen dieses Systems sind seelenlose Mechanismen und die ermöglichen nun mal durch die Verlagerung des Geldes und damit der Macht, dass es so etwas wie eine Machtelite gibt. Das ist keine finstere Verschwörungstheorie mehr, sondern das pfeifen mittlerweile die Spatzen von den Dächern. Also was hält uns noch auf? Redet es überall auf Arbeit, in eurer Familie, in euren Gemeinden, in den Kirchen, ganz besonders in den Kirchen, müsste der Widerstand groß werden. Denn die Kirchen sollten Christi Weg vertreten. Und was wir hier machen, und zwar völlig uneigennützig, aus eigener Tasche, ist die Belange der Menschen zu wahren. Wir stehen für die Belange der Menschen ein, wie es eben ein jeder große Denker gemacht hat. Völlig uneigennützig und meist verlacht zu seinen Lebzeiten und auch bekämpft. Wir erleben das heute auch. Wir werden auch verlacht und bekämpft. Aber das soll uns nicht mehr abhalten. Jetzt müssen wir aktiv werden und wir müssen zusammenhalten und uns eben wirklich nicht mehr aufspalten lassen. Eine jede Bewegung, überall in Querfurt, in Erfurt, Bautzen, in Halle, Leipzig, Dresden, Berlin, überall müssen die Menschen mit einer Stimme jetzt reden. Und es darf wirklich nicht mehr am System, an den Symptomen dieses Systems kritisiert werden. Denn da, genau da beginnt nämlich die Spalterei, weil ein jeder ein Symptom über das andere stellt. Aber wie widersinnig das ist, das muss uns endlich auffallen. Und dann können wir mit einer gemeinsamen Stimme dieses Problem bekämpfen. Macht etwas, werdet aktiv und werdet vor allen Dingen mutiger. Informiert euch im Internet, gebt Begriffe ein wie Bilderberger, neue Weltordnung, ja, Geldsystem und ja, informiert euch über die wahren Machthaber dieser Welt, Federal Reserve Bank, die großen Banken, die großen Besitzer der Banken, das sind Namen wie Rothschild und Warburg. Und lasst euch von dem Begriff Antisemitismus nicht mehr blenden. Denn ein jeder, der für Palästinenser zum Beispiel ist, für die Freiheit bzw. für die Unversehrtheit auch palästinensischen Lebens einsteht, ist kein Antisemit, denn auch Palästinenser sind Semiten und Malteser sind Semiten. Es ist ein Schwachsinn, der uns eingeredet wird, damit wir nicht die Banken und das Banksystem kritisieren. Nun möchte Rico Albrecht offenbar nicht hier, sondern auf der Veranstaltung gegenüber noch seinen Vortrag halten. Darum beenden wir jetzt hier diese Veranstaltung. Ich bedanke mich bei allen, die da sind, im Namen von den Veranstaltern, auch von allen, die hier mitgewirkt haben und das Ganze mit vorbereitet haben. Vielen Dank und werdet aktiv!